بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، جرت عاده علماء السلف رحمهم الله تعالى انهم يغتنموا الاوقات في تذكير الناس. نعم. Devlet-i Nam Allah Aleyhisselatü Vesselam Allah Seyyidun Fakir Zeynep'i Muhammed Muhammed bir düşünse die ganze den Traditionen unserer rechtschaffenen Vorfahren und den Gelehrten von ihnen im Speziellen, dass sie versuchen, die Zeit perfekt zu nutzen und die Zeit der Menschen auch perfekt zu nutzen. Allah subhanahu wa ta'ala ja'al قلوب العباد تحن وتريد حج بيت الله الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم. الله hat unsere Herzen, die Herzen der Menschen so erschaffen, dass sie sich sehnen danach, die Pilgerfahrt zu verrichten, und wir bitten Allah, dass uns der Erfüllung zu geben. منزلة الحج ركن من أركان الإسلام. Ihr wisst, es ist eine Säule der Säule des Islam, die Pilgerfahrt zu vollbringen. ويجب في العمر مرة. Einmal in deinem Leben ist es deine Pflicht, das zu tun. نعم. الحج لغة القصد. حج bedeutet in Arabisch, in der arabischen Sprache, vielleicht das يعني يقصد السوق, يقصد المسجد, يعني يذهب إليه. نعم. Ein bestimmtes Ziel. وشرعا هذا المهم عندنا, التعريف الشرعي لا يهم التعريف اللغوي, لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالشرع. نعم. Und die islamische Definition ist die, die uns viel mehr interessiert, weil das von Allah von uns verlangt letztendlich. قصد بيت الله الحرام والمناسك والمشاعر في زمن مخصوص على وجه مخصوص. نعم. Die islamische Definition ist, dass man sich Allahs heiliges Haus zum Ziel nimmt, und zwar zu einer dafür vorgesehenen Zeit und mit vorgesehenen und dafür vorgesehenen Ritualen. نعم. بعد هذا نريد أن نذكر أمور مهمة في الحج. أمور مهمة في الحج لابد أن تتعلم هذه الأمور. Wir wollen uns einige Dinge zufinden, die man unbedingt wissen muss, wenn man Hajj macht. منها أركان الحج. Die Säulen der Hajj zum Beispiel. نعم, أركان الحج أربعة. Es gibt vier Säulen für einen Hajj. الركن الأول الإحرام وهو نية الدخول في النسك. لابد أن تفرق بين لبس الإزار والرداء وبين الإحرام. هنا الإحرام معناه نية الدخول في النسك, والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم, إذا الركن الأول يعني كأن الحج الآن يقوم على أعمدة أربعة. لو أسقطنا عمود واحد من هذه الأعمدة انهار البناء. الركن الأول الإحرام وهو نية الدخول في النسك, لا على ما يظن بعض الناس أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء. نعم. Wie gesagt, vier Säulen, und diese vier Säulen müssen selbstverständlich eingehalten werden. Wenn das Haus der Hajj eine dieser Säulen verliert, dann wird es zusammenkrachen, und das ist etwas, was wir vermeiden müssen. Selbstverständlich die erste dieser Säulen ist, was man Ihram nennt, und damit ist nicht gemeint die Kleidung, die man anzieht, die ja auch so genannt wird, sondern damit ist die Absicht, damit ist gemeint die Absicht zu fassen, in den Islam, die Hajj zu vollbringen und in diesen rituellen Zustand zu gehen. فلو ركب إنسان مع الناس وأتى بكل ما يأتي به الحج, لكن لم ينوي بهذا الحج, بهذا العمل, فهذا حج باطل ولا شك في بطلانه. نعم. Wenn also jemand alles macht, was man bei der Hajj machen muss, wie die Leute es machen, er macht alles mit, aber er hat nicht diesen ersten Schritt gemacht, er hat nämlich nicht die Hajj beabsichtigt, dann ist seine Pilgerfahrt ungültig. الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة ولو لحظة, يعني ولو ثانية واحدة يقف بعرفة,
ومعنى الوقوف بعرفة أن يقوم بعرفة سواء كان واقف أو نائم أو جالس أو راكب. نعم. Die zweite Säule ist, dass man vorhanden ist beim Berg Arafat, in diesem Bereich, dass man sich dort aufhält und selbst wenn es nur eine kurze Zeit ist, man muss nicht unbedingt dort stehen, sondern man muss sich dort aufhalten in irgendeiner Form. ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العاشر. Und der Zeitraum, in dem man das macht, ist يعني مع أذان الظهر من يوم التاسع إلى أذان الفجر من يوم العيد. نعم. Ist vom wenn die Sonne am 9. Hajj-Tag im Zenit steht, das heißt Beginn des Mittagsgebets, bis zum Gebetsruf zum Adhan vom Fajr-Gebet am nächsten Tag. نعم. ثم بعد هذا الركن الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة. Die dritte Säule ist der Pflicht-Tawaf, das Umrunden des Heiligen Hauses. طواف الإفاضة له أسماء. له اسم غير هذا الاسم، من يعلم؟ إذا طواف طواف الإفاضة جنان، بس عندك بتصير. هل طواف الإفاضة هو طواف الزيارة؟ الذي لا يفرق بين طواف الإفاضة وطواف الزيارة هذا ما يعرف شيء في الحج. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة. شيء واحد. لماذا سمي طواف الإفاضة بهذا الاسم؟ فإذا أفضتم من عرفات لأن هذا الطواف ركن من أركان الحج لابد أن يكون هذا الطواف بعد الوقوف بعرفة ويسمى طواف الزيارة لأن الحاج يخرج إلى عرفة وعرفة ليست من الحرم ثم يرجع كالزائر لأنه كان في الحرم ثم خرج ورجع كالزائر وبعض الناس يظن أن طواف الزيارة غير طواف الإفاضة يظنه هو طواف القدوم. نعم. Und zwar ist eine der Bezeichnungen auch Tawaf Ziyara, das heißt Besuchstawaf, was natürlich nicht meint, dass man es einfach nur so macht, sondern es ist und bleibt diese Säule der Hajj. Aber man nennt es so, weil es stattfindet, nachdem man in Arafat war, also man hat Mekka verlassen bei Arafat und kommt dann wieder zurück, als wäre man ein Besucher. Deswegen ist das eine weitere Bezeichnung für diesen Tawaf. إذا طواف الإفاضة لابد أن يكون بعد الوقوف بعرفة، لو طاف قبل الوقوف بعرفة وقال هذا طواف الحج نقول لا هذا ليس بطواف الحج، طواف الإفاضة يعني بعد الإفاضة من عرفة. نعم. Diese طواف diese Umdrehungen um das Haus herum müssen stattfinden nachdem man عرفة. نعم. بعد هذا السعي أي سعي الحج. نعم. Die vierte Säule ist السعي, das Laufen. نعم. الأصل أنه كان قبل هذا أن يأتي بشروط الحج. شروط الحج. نعم. Es wäre angebracht gewesen, dass man, bevor man sich den Säulen zuwendet, die Voraussetzungen für die Hajj bespricht. يجب الحج على المسلم. Und zwar ist es Voraussetzung, dass man ein Muslim ist. طيب لو قال لنا قائل اصلا الكافر لا يجب عليه الحج ولا الصلاه ولا الصيام، يجب عليه اول ما يكون الركن الاول شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، نعم. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber der Nicht-Muslim, der muss ja sowieso all diese Dinge nicht machen, alles was er macht, muss erstmal dieses Glaubensbekenntnis zu sprechen. فلماذا يذكر العلماء في كل عباده أن من شروط أي عبادة من العبادات الإسلام، لماذا يذكر هذا؟ نعم. Warum machen die Gelehrten das dann trotzdem, wenn sie die Voraussetzungen für die Gottesdienste erwähnen, dass sie immer sagen, man muss Muslim sein? لأنه قد يحج من يسب الرب. Es könnte sein, dass jemand die Bilder verbracht, der seinen Herrn beleidigt. يطوف حول القبور. Oder jemand, der nicht nur vor der Moschee macht, sondern auch im Gräber. يذبح لغير الله محبة وتعظيما لأصحاب القبور. Opfer bringt für jemanden außer Allah. فهذا حج باطل. Das ist eine Person, dessen Hajj, dessen Begabat ungültig ist. الثاني من شروط الحج يجب الحج على العاقل. فخرج بهذا المجنون. نعم. Die zweite Voraussetzung ist, dass man bei Verstand ist. Also jemand, der psychisch verwirrt oder krank ist, so dass er nicht mehr versteht, der muss nicht gehen. ويجب الحج
على البالغ خرج بهذا الصغير الذي لم يبلغ فلا يجب عليه الحج، لكن إن حج فله أجر، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. Dritte Voraussetzung ist, dass man islamisch volljährig ist, das heißt, dass man die Pubertät erreicht hat in einer der verschiedenen Formen, die es dafür gibt. Das heißt, wenn man die Pubertät noch nicht erreicht hat, noch nicht islamisch erwachsen ist, dann kann man trotzdem Hajj machen, wird dafür belohnt, aber es wird einem nicht die Pflicht dadurch erlassen, die Säule mit sich bringt. وَيَجِبَ الْحَجِّ عَلَى الْحُرْ خَرَجَ بِهَذَا الْعَبْدِ نَعَمْ. Und es geht darum, oder eine weitere Voraussetzung ist, dass man frei ist, also ein Sklave ist, nicht dazu verpflichtet. Und die fünfte Voraussetzung ist, dass man in der Lage dazu ist. Und in der Lage dazu sein, das ist eine individuelle Sache mit den Geschwistern, je nachdem, um wen es sich handelt und woher man kommt. Jemand, der zum Beispiel verschuldet ist, ولكن هذا الدين غير حال، الدين مؤجل في كل شهر يدفع أقساط لشركة السيارات مثلا، نعم. Zum Beispiel muss eine Schuld regelmäßig monatlich zurückzahlen. نقول لهذا هذه الأقساط ليست حالة مؤجلة، تستطيع أن تذهب للحج ولا إشكال، ولا يشترط إذن صاحب هذا معرض السيارات مثلا، نعم. Das ist eine Form, die kannst du ja also von Schulden, die du nicht sofort komplett begleichen musst. Das heißt, du kannst trotzdem die Hajj machen, wenn du das Geld hast und kannst danach die restlichen Schulden bezahlen. وتزيد المرأة شرط ثالث وهو وجود محرم إن ماذا؟ إن كانت تسافر إلى مكة يعني من خارج مكة نعم. Und es gibt eine weitere Bedingung speziell für die Frau, dass wenn es eine Reise für sie darstellt, für Hajj zu gehen, dass sie einen Mahram hat, für einen männlichen Verantwortlichen. نعم واجبات الحج. Die Pflichten der Hajj. ستة. Es gibt sechs. نعم. سبحان الله الذي لا يعرف الحساب هذا فيه شبه بالنصارى نعم 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 gesagt also wer nicht rechnen kann der hat die Eigenschaft von einer bestimmten Gruppe von Menschen لماذا لأن هؤلاء يقولوا واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد وهذا لا يقول عاقل يعرف شيء من الحساب لأن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة Es gibt ja wirklich Menschen, die sagen, dass 1 plus 1 plus 1 gleich 1 wäre, aber der Himmel wissen, dass das 3 ergibt. واجبات الحج ستة. Es gibt sechs Pflichten der Hajj. نعم. ولابد أن ترتب الواجبات حتى تحفظها، ترتبها بحسب الأعمال. نعم. Und wir sollten die in einer bestimmten Ordnung anordnen, damit wir sie uns gut merken können. الواجب الأول الإحرام من الميقات المعتبر. Die erste Pflicht ist, dass man in den Ihram-Status eintritt, an dem das wir vorgesehenen Ort im Miqat. والمواقيت عندنا إما مواقيت زمانية أو مواقيت مكانية. Und wir haben مواقيت, also verschiedene Plätze, die zeitlich oder örtlich bestimmt sind. الميقات الزماني هي أشهر الحج. Zeitlich ist es natürlich in der Hajj-Zeit. Shawwal und Dhul-Qa'dah und Dhul-Hijjah. Man kann in diesen Zustand eintreten in Shawwal, Dhul-Qa'dah und Dhul-Hijjah. نعم. الميقات بالنسبة لكم هنا إن كان نزول الطائرة على المدينة فالميقات هو ميقات على المدينة ذو-الحليفة وسمى الآن بأبي علي. Wenn wir von hier uns auf die Reise machen und nach Medina fliegen, dann nehmen wir auch den Miqat der Leute von Al-Madina und der wird heutzutage Bir Ali genannt. وإن كان نزول الطائرة في جدة فلا بد من الإحرام قبل نزول الطائرة في جدة محالات الجحفة وتسمى اليوم بقرية قريبة منها تسمى رابغ. نعم. Und wenn wir aber hier nach Jeddah fliegen, dann müssen wir schon auf dem Weg, also bevor wir in Jeddah landen, den
in den Ihram-Status eintreten und in einem Ort gibt es هذا من إقامة أهل المغرب وأهل مصر. نعم يسمى رابغ اليوم. نعم هذه قرية قريبة من الجحفة. نعم. ein Ort kurz vor Jaffa und das ist der Miqat für die Leute die aus Nordafrika kommen. الواجب الثاني من واجبات الحج. zweite Pflicht. ما هو؟ من غشنا فليس منا. منى قبل عرفة. لا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يعني لا يمكن له الخروج قبل أن تغيب شمس يوم التاسع نعم هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج نعم die nächste Pflicht ist sich aufzuhalten bei عرفة bis zum Sonnenuntergang نعم الواجب الثالث من واجبات الحج die nächste Pflicht المبيت بمزدلفة نعم dass man die Nacht in مزدلفة verbringt ثم الواجب الرابع ما هو رامي الجمرات eine weitere Pflicht besteht darin die Säulen mit kleinen Steinen zu abzuwerfen رامي جمرة العقبة في يوم العيد جمرة واحدة فقط في يوم العيد والجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر نعم والصواب bedeutet dass es am Freitag also am 10. des Hajjmonats die größte der Säulen abwirft und am 11. und 12. beziehungsweise 13. alle abwirft ثم الحلق وهو أفضل أو التقصير und die nächste Pflicht der Hajj ist dass man sich die Haare kürzt oder ganz abrasiert letzteres ist besser